Hallo, mein Name ist Florian Rackl und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, abonniert ihn. Es ist nur ein Klick, den ihr machen müsst und es ist gratis und ihr verpasst keines meiner Videos mehr. Solltet ihr noch besser trainieren wollen, dann besucht meine neue Videotrainingsplattform www.rackl-golf.at. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem folgenden Video. In diesem Video der Beginnerserie oder für Anfänger, für Einsteiger oder Golfer, die noch nicht lange spielen, geht es heute um den Chip, und zwar der Standard-Chip und die Basics, die wir brauchen, um den Chip gut machen zu können. Wir haben die generelle Situation, dass wir hier ein paar Meter vom Grün weg sind. Wir haben als Ziel die hintere Fahne und es ist Sinn des Chips, dass wir diese Distanz bis zum Grün, wo das Gras höher ist, den Ball im Flug überbrücken zu lassen, dass er dann am Grün ausrollt. Das Grün ist die Fläche am Golfplatz, wo wir am meisten kontrollieren können oder am besten einschätzen können, was der Ball macht. Und deswegen versuchen wir ihn bis dorthin im Flug quasi diese Phase überbringen zu lassen und dann ihn ausrollen zu lassen. Und dazu brauche ich eine gewisse Technik, die dies möglich macht. Im Generellen könnt ihr chippen mit jedem Schläger. Ich habe allerdings meistens mein Sandwedge dabei mit 54 Grad, denn da kann ich das Flug-zu-Roll-Verhältnis sehr, sehr gut einschätzen, was genau 50-50 ist. Das heißt, von der gesamten Distanz lasse ich ihn circa die Hälfte fliegen, versuche ihn bei der Hälfte aufkommen zu lassen und dann den restlichen Teil wird der Ball ausrollen. Gut, das ist einmal die grundsätzliche Sache, warum wir chippen, warum wir diesen Schläger nehmen. Ja, und jetzt kommt es zur Technik. Gut, für die Technik habe ich wieder den Max dabei, meinen Assistent, der ab sofort bei mir bei mehreren Videos dabei sein wird und die Beginnerserie mit mir macht und quasi den Schüler darstellt. Gut, der Max hat jetzt noch nie gechippt, was natürlich in echt nicht stimmt. Noch nie gechippt. Aber genau, wir gehen jetzt generell durch, was ist wichtig beim Chip, und da fangen wir beim Setup an. Der Griff ist ganz normal, das heißt, es ist bereits der dritte Teil in der Beginnerserie. Ich habe in der Ecke oben den Link eingeblendet vom Griff und vom Setup, ja, und blende euch dann auch später noch ein zum gesamten Golfschwung, den wir auch schon durchgegangen sind. Mach jetzt mal einfach deinen Griff, so wie wir ihn gemacht haben. Genau, und das Setup unterscheidet sich jetzt zu dem im vollen Schwung doch um einiges. Ihr seht, die Standbreite beim Max ist wesentlich schmäler, und zwar gehen wir davon aus, von circa 2 Schlägerköpfen breiter braucht der Stand nicht sein, vielleicht eine dritte. Ja, gut, 2 bis 3 Schlägerköpfe. Wir sehen von der Down-the-Line-Seite, dass der Max wesentlich aufrechter steht, näher am Ball steht als bei dem Schwung. Wir brauchen hier in dieser Bewegung wesentlich mehr Körperaktion. Der Schwung ist wesentlich kleiner und langsamer. Deswegen können wir aufrechter und näher stehen, brauchen die Stabilität nicht unbedingt. Ja, und deswegen näher stehen, kürzer greifen, schmalerer Stand. Das bringt mir mehr Gefühl hinein in diesen Schwung. Gut. Max, was ist in dem Schwung wichtig, was den Treffmoment angeht? Wie wollen wir den Ball treffen? Wir wollen also den Ball von oben treffen, und zwar, wir wollen sicherstellen, dass wir einen ganz cleanen Kontakt mit dem Ball haben. Mhm. Und dazu ist es notwendig, dass wir eben den Ball, wenn das der Boden wäre, den Ball eben von oben treffen, also in der Abwärtsbewegung. Genau. Dass wir tatsächlich den Ball vorher treffen, bevor wir den Boden treffen, damit wir immer denselben Kontakt haben. Ganz genau. Durch das, dass wir den Ball in der Abwärtsbewegung treffen, schaffen wir es, dass wir den Ball sehr, sehr gut in der Mitte des Schlägerplatz treffen. Was der Max gesagt hat mit dem cleanen Kontakt, das heißt, dass wir nicht ein Divot danach nehmen wollen, aber wir wollen den Boden streifen nach dem Ball, um eben sicherzustellen, dass wir den Schläger oder den Schläger mit dem Sweet Spot an den Ball bringen und nicht mit der unteren Kante. Gut, um das zu machen, was der Max gesagt hat, können wir im Setup einige entscheidende Sachen machen, um dass das dann im Schwung funktioniert. Und zwar stelle ich nochmal in das Setup und ganz gerade. Genau. Wie gesagt, 2 bis 3 Schlägerköpfe breit, wir greifen etwas kürzer, wir stehen näher und aufrechter. Ja, und jetzt kommt das Entscheidende. Das Brustbein ist im Endeffekt das Schwungzentrum. Und das ist ausschlaggebend, wo ich den Boden treffe. Und das ist der tiefste Punkt in meiner Schwungkurve. Ihr seht, hier sind die Arme von Max sehr gerade. Ja? Wenn der Max jetzt leicht in den Aufschwung geht, werden wir sehen, dass sich der Schläger vom Boden anhebt.
wieder zurück in diese Position und in die andere Richtung, seht ihr auch, dass der Schläger wieder sich vom Boden hebt. Das heißt, der tiefste Punkt ist auf Höhe vom Brustbein. Gut, wenn wir den Bodenkontakt nach dem Ball haben wollen, können wir im Setup den Oberkörper etwas nach links lehnen. Und zwar ist das für euch vom Gefühl, als würdet ihr die linke Schulter versuchen, gegen eine Wand zu lehnen. Ja, ihr seht jetzt, auch die Hände von Max gehen mit auf diese linke Seite. Ja, und ihr seht jetzt im Endeffekt, dass Brustbeinhände auf einer Höhe sind und die links vom Ball, wie ihr euch jetzt die Linie eingeblendet habt. Wenn ihr im Schwung auf dieser Seite bleibt, es ergibt sich dadurch auch, dass das Gewicht zu teilweise 80-90% auf den linken Fuß geht, ja, ergibt sich in der Schwungbahn der tiefste Punkt nach dem Ball, wie wir jetzt bei den Probeschwüngen beim Max sehen werden. Der tiefste Punkt und der Bodenkontakt ist nach dem Ball. Wie wir jetzt schon an der Bewegung gut sehen, der Max versucht, dieses Dreieck Arme Schultern, versucht er im Schwung beizubehalten, ja, dass das sehr kompakt ist. Okay, sehr, sehr gut. Durch diese Bewegung und die Abwärtsbewegung an den Ball werden wir einen super Treffer bekommen, den uns der Max jetzt einmal vorzeigen wird. Jawohl. Sehr gut. Der war jetzt im Flug etwas weit. Wir haben uns jetzt auch nicht auf die Länge konzentriert. Ja, Max macht noch einen. Schaut, dass der Landepunkt etwas früher ist. Der Chip war perfekt. Ihr seht, Stand nach links, tiefster Punkt danach. Der ist jetzt sehr gut bei der Hälfte aufgekommen. Und somit seht ihr auch, dass dieses Flug-zu-Roll-Verhältnis super, super stimmt. So soll der Chip ausschauen. Es kann passieren, dass natürlich Fehler da reinkommen. Und ich zeige euch noch ganz schnell, und wir zeigen euch ganz schnell die häufigsten Fehler. Stelle ich nochmal in die Setter-Position, so wie sie gehört. Gut, mach mal den Aufschwung und bleib stehen. Einer der größten Fehler ist, dass die Spieler im Durchschwung diese Körperneigung nach links nicht beibehalten und im Durchschwung nach hinten kippen. Jetzt ist das Brustbein im Endeffekt rechts vom Ball und der tiefste Punkt wird somit rechts vom Ball sein. Daher entstehen getoppte Bälle oder fette Kontakte. Gut, nochmal in die normale Setterposition. Nochmal den Aufschwung. Was wir auch nicht wollen ist, dass wir mit den Händen winkeln. Das heißt, ihr seht, dass der Max hier mit relativ keinem Winkel ausholt. Wir wollen keinen Winkel, denn Winkel würde bedeuten, im Durchschwung brauchen wir entwinkeln. Was aber auch sonst passieren kann, was wir nicht wollen, dass im Durchschwung mit den Händen entwinkelt wird. Dieser Gedanke kommt meistens, wenn man den Ball in die Luft heben will. Das heißt, ihr versucht auch im Durchschwung dann die Hände wie im Treffmoment wieder vor dem Ball zu haben und das durch den Durchschwung durchzuhalten. Das heißt, euer Dreieck soll ein Dreieck bleiben. Gut, Max, mach nochmal einen Schlag. Einen perfekten Chip. Wunderbar. Super Kontakt. Ball rollt aus. So soll der Chip im Endeffekt ausschauen und das sind die wichtigsten Sachen, die ihr beachten müsst, um den Chip richtig zu machen. Easy? Easy, einfach zu tun, wenn man die grundlegenden Dinge befolgt. Genau, genau. Schaut, dass ihr euch vielleicht kontrolliert mit einer Kamera, mit einem Handy, mit einem Selfie-Stick, mit Stativ, dass ihr seht, stimmt euer Setup, stimmt eure Bewegung. Und dann werdet ihr sehen, ist das Chippen nicht so schwierig. Kommentiert unten dran, wie es euch gefallen hat, ob es euch weitergeholfen hat. Abonniert meinen Kanal, um nichts zu verpassen von mir und Max. Ja, und schaltet wieder ein beim nächsten Mal. Viel Spaß beim Training. Tschüss. Ciao, ciao.